So, heute zeige ich Ihnen von Raymarin das SC60 Plus Tridata Instrument. Tridata, weil es eine Logge, sprich Geschwindigkeit misst, eine Temperatur und Tiefe anzeigt. Deswegen drei Daten. Einmal das SC60 Plus Bedienerhandbuch. Das sehen wir hier ausführlich die Bedienung und auch den Anschluss. Noch ein Quick Start Guide. Dann haben wir hier das Display. Von der Rückseite mit C-Torque-Anschlüssen hier. Speed, das ist der Geschwindigkeitsgeber. Sehr schön zu sehen sind hier auch die Farben und der Tiefengeber, auch wieder mit den Farben, sodass nachher die Stecker direkt hier reingesteckt werden können, wenn wir uns die Geber angucken. Und über C-Torque wird das Gerät mit Strom versorgt. Hier hinten die Gewindebuchsen für den Einbau. Eine Dichtung ist dabei. Wenn wir die Sonnenabdeckung einmal abnehmen, dann sehen wir hier vorne das dreizeilige Display. Tiefe, Geschwindigkeit unten, der Tageskilometerzähler zum Beispiel, natürlich umschaltbar. So, dann Zubehör, lass uns das einmal anschauen. Haben wir gleich eine ganze Menge. Als erstes haben wir hier den Lokgeber, sprich den Geschwindigkeitsgeber. Hier unten sehen wir das Paddelrad, das dann aus einer Bordhülse rausguckt und entsprechend draußen durch das Wasser angeströmt wird und das Ganze überträgt an das Display. Hier sehen wir wieder die Kabelschuhe, die direkt an das Display angesteckt werden, mit den Farben, die wir auch am Display wiederfinden. Ein langes Kabel dabei. Damit das eingebaut wird, gehört natürlich solch eine Durchbruchhülse dazu, heißt eine Gewindehülse mit Kontermutter, wo das Lokrad unten dann rausguckt. Aber das Ganze ist auch ziehbar. Kann mit dieser Überbruchmutter gelöst werden, rausgezogen werden, sauber gemacht werden. Ist ganz wichtig, wenn sich dort Gras oder ähnliches verfängt. Dann haben wir natürlich dabei auch einen Echolotgeber, den wir hier. Der muss natürlich nicht ziehbar sein, deswegen ist er direkt vergossen. Was hatte ich hier drin eingebaut? Wir haben hier einmal den Kragen, der guckt unten raus. Hier ist dann der Rumpf und von innen kommt eine Kontermutter dagegen, sodass der Echolotgeber direkt in den Rumpf eingebaut werden kann. Auch hier wieder die Farben der Kabelschuhe für das Display. Dann haben wir hier die Kontermutter für den Echolotgeber. Hier haben wir einmal ein C-Torque-Kabel für den Anschluss an ein anderes Gerät. Zum Beispiel bei Wind macht es Sinn, die Geschwindigkeit reinzugeben durchs Wasser, sodass wahre und scheinbare Windrichtungen berechnet werden können. Dann haben wir dabei auch ein Stromanschlusskabel. Über die C-Torque-Schnittstelle wird das Gerät auch mit Strom versorgt. Dann hier die Gewindebuchsen und Kabelschuhe nochmal, sodass das Gerät von innen in die Bordwand eingesetzt werden kann. Hier sind Ferrite, die werden einfach auf das Kabel geklickt, sodass Störimpulse, gerade wenn Radar- oder Kurzwellensender an Bord sind, Fischspinne oder ähnliches, dass diese Störimpulse nicht in das Gerät gelangen. Einfach ein Blocken der Hochfrequenz. Und dann haben wir hier noch entsprechend das englische Handbuch. Da drin ist auch dann die Einbaudichtung, um das Display in die Schottwand einzusetzen und hier abzudichten rundherum.